mein Name ist Kapitän Schönbrücher. Ich begrüße Sie auf unserer Reise von Cottbus nach Fitschau zum nächsten Clara Gartenkonzert. Das war doch mal eine Ansage. Schön, heute dann kommen. Ja, auf dem Weg zum nächsten Gartenkonzert. Und ich bin total gespannt, ob wieder genauso viele Leute kommen wie beim letzten Gartenkonzert. Denn ich weiß nicht, wie viele kommen. Das haben ja die Gartenbesitzer ganz allein entschieden, wen sie einladen und wie viele. Und ja, das Wetter spielt mit, da haben wir Glück. Das ist echt schön. Ja, ich werde berichten auf jeden Fall. Und wenn ihr Lust habt auf ein Gartenkonzert, ja, dann meldet euch bei mir. Ob wir das jetzt in diesem Jahr noch hinkriegen oder im nächsten Jahr, ist ja egal. Aber die Gartenkonzerte sind echt eine schöne Sache. Da komme ich zu euch in euren Garten und ihr ladet ein paar Leute ein. Und ich gebe ein kleines Konzert und dann quatscht man ein bisschen. Ja. Tower Fetschau, wer bitte Landerlaubnis? Ja, Landerlaubnis erteilt. Ist diese Tower? Ja, ich bin der Tower. Also, später. Wow, was für ein schöner Garten. Das ist der Garten von der Familie Engelmann und der Herr Engelmann, der ist Maler und der stellt jetzt gleich seine Kunst mit aus. Wie cool, das ist ja. Oh, ich krieg Gänsehaut, so eine tolle Atmosphäre. Da freue ich mich total drauf. Alles selber angepflanzt, selber gepflegt. Also bin ich echt, das bewundere ich, ne? Ich bin ja überhaupt keine Gartentante. Sobald man anfangen muss, irgendwas regelmäßig zu pflegen und Unkraut zu zupfen und so, bin ich raus. Ja, ich bräuchte dann mal einen Gärtner, wenn ich irgendwann mal so einen Garten habe. Ich bin immer mehr begeistert, denn hier gibt es jetzt für die Gäste auch noch was zu trinken und was zu knabbern mit einer Kasse des Vertrauens. Total schön. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich heute hier sein kann und genau dieses Konzert in diesem wunderschönen Garten. Das, also wenn man etwas Garten nennen kann, dann das. We'll be right back.